Das ist sehr nett. Was geht ab, Communities? Hier ist Black Monster Gaming mit einem weiteren Let's Play. Ja, diesmal ist es Little Nightmares. Und ja, ich dachte mir, ich habe es ja schon länger und ich fange dieses Spiel jetzt einfach mal an. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auch direkt ins Spiel und dann fangen wir auch das Spiel an. Bin sehr gespannt darauf, was dieses Spiel so sein wird. Ich habe sehr viel positive Dinge darüber gehört. Positive Dinge über den Soundtrack, über die Atmosphäre. Positive Dinge über das Spiel allgemein. Also es ist ein sehr guter Indie-Titel, der einfach einen Publisher bekommen hat. Und das hört sich sehr, sehr positiv an. Bin sehr, sehr gespannt darauf. Spielt ja sozusagen die Geschichte von Sex. Im kleinen Mädchen ist Sex. Es ist kein Junge. German Snake. Es ist ein Mädchen. Aber wir alle machen uns so Fehler. Naja. Ist dann vielleicht ein bisschen. Ja, so. Da sehe ich das Licht wenigstens nicht so ganz deutlich da drin. Was haben wir denn da? Wow! Ja, das, da würde ich auch aufschrecken, wenn ich sowas sehen würde. Holla, die Waldfee. Mal gucken. Ah, X ist springen, okay. Okay, da kann ich. Kann ich irgendwie schlagen oder so? Nee, aber ich kann Lichter machen. Interessant. Okay. Ja, fall erstmal drüber. Fall erstmal über alles drüber. Erstmal alles umschmeißen. Oh, wir haben aber echt nicht viel Sicht, wie ich hier sehe. Ah. Ich dachte mir schon so was. Was war das hier? Die hat irgendwie gepackt, das hier? Ja, mal gucken, ob er das irgendwie gepackt bekommen oder so. Ah, okay. Okay. L2 ist. Hier besser das Licht anmachen. L2 ist das. Ducken. Noch mal drücken. Wow. Ich kann nicht da nicht drunter fahren. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ich will es jetzt hier nicht ausprobieren. Das ist eine coole Ansicht. Erstmal Klimmzüge. Oh, und nochmal ne, Quatsch. Bringt ja einem nix. Aber was ich will es doch mal austesten. Was ist da hinten? Okay. Kann ja sein, ich es baue. Ich nehme es einfach mal mit. Keine Ahnung, ob ich es baue. Aber ich nehme es jetzt einfach mal mit. Oh, da das Licht ausgegangen ist, ist glaube ich erst nicht so vorteilhaft. So. Boah, pff. Hi. Guter Mann, du hast dich anscheinend erhängt.
dachte, man könnte den Brief irgendwie lesen. Das klingt zwar ein bisschen doof, aber deinen Stuhl brauchst du eh nicht mehr, oder? Ich nehme den mal kurz, um die Tür hier hinten zu öffnen. Komm schon. Dreh dich so hin, wie ich will. Ah. So, bisher ist alles sehr logisch, also. Okay, auf den Klipprecken sollte ich nicht umherlaufen, weil sie ist ja sowieso barfuß. Daher glaube ich nicht, dass ich da umherlaufen sollte auf dem Klipprecken. Ne. Hier sind Fingerabdrücke. Kann ich das Ding aufmachen? Kann ich. Okay. Ah, cool. Kommt mal hoch. So ist das. Ja, gut. Okay. Von denen sollte ich mich vielleicht nicht packen lassen. Ich glaube nicht, dass man sich von denen packen lassen sollte. Das ist so eine gute Idee, wenn man das tut. So. Ja, und jetzt die zu. Okay. Bis hierhin war es sehr logisch. Okay. Hier schon mal das. Okay, das bringt mir schon mal nichts. Wenn ich hier mit. Ah, okay. Dran ziehen. Hey! Hey, kleiner Mann! Wow, ich bin in diesem Clipper. Wow. Und ja. Yep. Wie ich sagte, man sollte sich von denen nicht erwischen lassen. Holla, die Waldfee. Ja, das war Little Nightmares. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir. Nein, Quatsch. Oh, nein. Nope. Nope. Acht Minuten. Oh. Bin bei 8. Minute jetzt. Ich hätte gedacht, dass. Scheiße. Okay, da muss ich jetzt erstmal rausfinden, wie ich da durchkomme. Ah, ich habe inzwischen rausgefunden, lang ich muss. Ich muss jetzt mich nur hier durcharbeiten, durch die verschiedenen Dinger. Und zwar muss ich dann hin, das hier drücken, komm. Komm, 6. Wow. Ja. Puh, puh, puh. Das war knapp hier. Hey, kleiner Mann. Ey, kleiner Mann, ey, kleiner Mann. Wo lang geht es denn für dich? Ja? Erstmal gucken, wo lang es hier geht.
Okay, weiter. Anscheinend muss ich jetzt hier lang. Okay, ja. Sieht schon mal sehr gut aus. Was haben wir denn hier? Eine Kurve. Okay. Okay, da muss ich schon was finden. Kann ich irgendwie machen, dass die Tür hängen bleibt oder so? Ah, okay, man kann rennen. Jawohl! So muss es gemacht werden, so nicht anders. Oh. Wo willst du denn lang? Was zum Teufel bist du? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier entlang gehe. Gott, die arme Six, die bricht sich alle Knochen bei mir. Ratten. Lecker. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, weil ich jetzt hier lang muss. Kann ich das hier? Ah, ich kann das hier verschieben. Ja, aber glaube ich, das. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, dass man das machen kann. Kann ich denn auch die Tür zumachen, weil die stört ein bisschen. Kann ich. Ah, okay. Ich verstehe schon, das ist schon ziemlich hart, das Schieben. Ah, okay, jetzt kannst du durch. Verstehe. Jetzt, wenn ich hier hinten bin. Ah, scheiße. Shit. Shit, 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 shit. Aber ich glaube, ich muss da noch gar nicht lang, oder? Kann das sein? Tut tut! Tut tut! Tut tut tut! Oh, jetzt habe ich die Zuschuhe, habe ich kaputt gemacht. Mama, das ist auch noch was. Oh. Mensch. Musst du denn hier alles kaputt machen? Musste alles kaputt machen. Also hier können wir definitiv noch nicht durch. Muss schnell noch am Tempo aufnehmen, um da was machen zu können. Auch nice.
Ich nehme was an. Okay, da kann man definitiv was bauen. Die kann ich nicht ausziehen. Das Licht von ihr ist aber auch so schwach teilweise. Und gar nichts bringt großartig was. Das ist mir auch schon noch. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ah, oder kann er vielleicht. Ich weiß, was man machen muss. Ich weiß, was man machen muss. Und zwar muss man nämlich hier das hier machen. Muss erstmal hier das Ganze finden. Gibt es hier eine. Ich muss da eine Möglichkeit finden. Ah, oder ja. Warum gehe ich denn nicht einfach durch die Teile dadurch? Ich bin auch doof. 6. Das hat hart genug gezogen. 6, du hast nicht hart genug gezogen. Ja, jetzt aber, komm. Schnell! Haben wir geschafft. Aber an die Türen können wir nicht dran. Zum Glück nicht. Was weiß ich, was sich dahinter befindet, ey. Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen, ob was sich dahinter befindet. Will ich da stehen, wenn. Oh. Okay. Okay. Was passiert also mit dir, wenn sowas passiert? Ich muss also direkt losrennen. Alles klar. Also umwerfen. So. Schon mal geschafft. Ich glaube, der Typ, der will nicht gerade mit mir spielen oder so. Dass er da will.
ist das für ein Spiel, ey? Scheiße. Boah, manchmal muss man Sprünge wagen. Manchmal muss man echt Sprünge wagen. Holla, die Waldfee. Ah, ich dachte schon, er bricht wieder. Aber so muss doch wehtun mit blanken Füßen. Auf so ein Teil zu laufen, ey. Ja, zumindest lande ich diesmal auf was. Und nicht auf dem blanken Boden. Was zum Teufel ist los? Ich dachte mal, könnte man das hier nehmen oder so. Ich dachte schon, man könnte hier. Verwandelst du dich in irgendwas? Aua! Ich habe hier so ein Pulver, das ist den Magenkrämpfe. Was hilft das? Das. Du häng in der. Komm schon, du musst da hoch, du musst da hoch. Sehr nett, danke schön. Das ist sehr nett. Dankeschön, Fremder. Du hast einem hungrigen Mädchen sehr geholfen. Das weiß ich zwar nicht, wie ich. Okay. Kann ich an dich dann? Okay, hier kann ich auch nichts. Hier kann ich auch nichts tun. Ich muss auf jeden Fall da hinten weiter. Definitiv. Oder ich kann hier irgendwie dann ziehen, aber kann ich nicht. Irgendwie kann man halt am allen ziehen. Das ist mir auch schon mal aufgefallen hier ohne. Aber dass er auf einmal Hunger bekommt und. Das ist erstaunlich. Aber wo muss ich lang? Ich kann doch hier gar nicht hochklettern, kann gar nichts. Ah, okay. Da war diese kleine Spalte, durch die ich konnte. Ah, das Spiel ist so geil. Ich werde nicht mehr aufhören, aber ich muss jetzt langsam. Aber die Dusche mache ich jetzt hier noch. Sieh mich im kleinen Regenmantel. Ja, wie total. Kann ich das runterstoßen? Ne, okay. Also hier kann ich definitiv schon mal nicht weiter. Das steht schon mal definitiv fest. Aber ich kann hier. Ja. Ich kann hier hochklettern. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Okay, jetzt muss ich nur mal gucken. Wo kann ich hier? Wo kann ich hier lang? Ah, ich muss. Ich sehe schon. Ich muss rüber. Sehr schön. Volle Kanne daneben gesprungen. Okay.
Ja, wir probieren es jetzt nochmal. Wenn es dann nicht geklappt hat, mache ich einen Break. Komm, müssen ein bisschen beeilen müssen wir uns jetzt. Haben wir den ganzen Tag Zeit. Natürlich jetzt nicht unbedingt darunter, wieder darunter fallen oder so. Und nicht unbedingt an der Teil dran kommen. Aber die Steuerung, muss ich sagen, boah, kann man nichts gegen sagen. Kann man echt nichts gegen sagen, also die Steuerung ist top. Oh, so Glück. Ah, ich musste. Ah, ich dachte mir schon, dass ich da oben muss. Irgendwie hat die Kette so gesagt, du musst hier hochklettern. Ich dachte schon, das war's. Und jetzt. Was machst du? Willst du in den Tod springen? Nein! Um Gottes Willen! Nein, das war so hoch. Ah, jetzt hole ich hier das Teil hoch. Das ist schon sehr gut. Nein, 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 nein. Wie ich jetzt so hochklettern kann. Ah, sechs. Sechs, ey. Gleich schlagt es 12 hier. Ganz ehrlich, ey. Da war mir klar, aus der Höhe wäre ich auch tot gewesen. Aus der Höhe wäre ich auch tot gewesen. Mal gucken, wo sind wir? Wo sind wir angelangt? Ah, okay. Ja, gut. Da würde ich jetzt sagen, dann mache ich jetzt hier einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen. Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal bei Little Nightmares wieder. Bis dahin und. Tschüss.